Ein herzliches Willkommen hier in Amerika, wo wir gerade den Fluss durchqueren, um ein bisschen in die Prärie zu fahren, um uns zu schauen, ob hier irgendwas unterwegs ist. Wer war jetzt nicht? Bräuchte mal Hilfenrohr. Gut, unsere Strecke wird heute jetzt einmal sein, da dem Fluss rauf, darüber. Mein Ziel ist es eigentlich hierher mal zu fahren. Wie gesagt, da sieht man die wenige Spielzeit, Amerika fast nichts aufgedeckt noch. Realismus im Sand, da müssen wir auch so fahren. Ich glaube nur, irgendwas am Hügel steht. Oh, da ist einmal nichts. Und am Rand. Auch nichts. Oh, da steht was, 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 da steht was. Dann machen wir so eine Hochstandjagd einmal. Gehen wir zum Hochstand. Ich weiß nicht geschaut, was da eigentlich steht. Ich glaube, es sind Weißwedel. War kein Männchen dabei. Kann man eigentlich auch so eins rauspicken gleich. Maultierhirsche. Schön. Erstes Tier eingesagt, weibliches Maultier. Ich finde, man sieht es so schwer. Ich habe da jetzt den Wolf. 300 Meter waren Wolf. Das könnte aber wirklich ganz, ganz oben auch sein. Okay. Na, fahren wir zu dem See, wo ich gesagt habe. Das ist mir dann doch etwas sympathischer. Ne, wieder die Weibchen. Und dann will ich mal eine Ansitzjagd machen. Und das Revier einfach viel schöner hier zu bejagen. Momentan, also die ersten Eindrücke, auch schon beim letzten Mal, wie ich das gespielt habe.
Ich glaube, da steht irgendwas an mich. Ich bin das Dorffell entdeckt. Und sich verschrocken. Ja, okay, mit dem Auto tust du auch ein bisschen was auffilmen, aber nicht so stark wie mit dem Quad zum Beispiel in Call of the Wild. Ich kann die letzten 600 Meter gehen. Schwarzbär. Vielleicht erblicke ich ja noch irgendwas hier in den Wäldern, nämlich. Tür. Auf jeden Fall auch ein Bedürfnisgebiet. Hier sieht man natürlich dann auch nur, wenn man spazieren geht und nicht mit dem Auto herumfährt. Ah ja, Wapitis. Ich weiß gar nicht mehr, was es hier gibt alles. Afrika freue ich mich unheimlich. Büffellöwe. Udo. Spießbock. Also Afrika werden wir auf jeden Fall reinbrettern. Ist jetzt kein Mucks hier von irgendwas. War da mal einen schönen See. Auch gleich erreicht. Da unten wäre die Straße nochmal gewesen, wo wir gefahren wären. Da mal nichts. Ich habe die Lust zum Trinken, glaube ich.
Fall weiß will. Wir sind sogar mein Bedürfnisgebiet vorbeigegangen. Ich hätte jetzt ein Weibchen gesehen. Der Wind geht halt genau zu ihnen, deswegen glaube ich, uns auch gewittert. Schau mal, wollte ich auf jeden Fall erwischt haben. Markieren tun wir uns hier aber. Wo die ungefähr sind. Holen wir uns hier mal. In die Richtung gelaufen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall ein Männchen auch dabei. Genau, der Wind in die Richtung. Gut, 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 gut. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Aber mal hingehen und schauen, ob er Schuss oben hat.
Drüben liegen welche auf jeden Fall. Nach weiß wild aus. Überlebt, ja. Ein guter Schuss gehabt. Der ist halt irgendwo auf den Hang jetzt wahrscheinlich. Gejodelt. Halt die Frage, wenn da unten jetzt Weibchen stehen. Das nicht sogar die jetzt sind oder der links. Ich hätte doch noch weiter ran können. Ich gerne noch eine Spur ruhiger zu werden, indem meine Sicherheit zu kriegen. Ist. Was mit da muss er hin? Ich glaube, der erste Schuss war viel zu weit hinten. Glaube, der war zu weit hinten, deswegen habe ich gleich nochmal nachgesetzt. Wir werden sehen. Schwarzbär schocken. Noch kein Schwarzbär gesehen, ich würde gerne nur mal sehen. Bin aber echt gespannt jetzt. Ob der erste Schuss zu weit hinten war. Ich Gefühl war. Eben, dass er zu weit hinten war. Aber irgendwie habe ich jetzt die Spur komplett verloren. Mal zurück. Ah, da liegt er schon. Der erste Schuss, ja, aber zu weit hinten hätte nichts gebracht. Schuss Nummer 2 war dann in den linken Lungenflügel.
Sehr schön. So, jetzt mache ich noch was mit euch. Mal schauen, ob da noch. Zweihundertsechzig Meter. Spezialabschluss für diese Karte eventuell. Ein Schwarzbär. Und weiß nicht, wann wir das nächste Mal auf diese Karte zurückkommen werden. Nächstes Mal wird dann die zweite DLC-Karte, also die erste DLC-Karte gespielt. Auch in Amerika. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auch bald in Afrika sehen, eben. Kommt denn der Bär darüber? Was kann man schwimmen in dem Tal? Das ist wohl ein klares Nein. Das ist keine Markierung gemacht. Ich hab's gelernt bis jetzt. Na, längere Folge, wir suchen den Schwarzbären. Also wir schauen uns den Anschluss an, wenn das Tier überlebt hat, dann lassen wir sowieso bleiben. Wenn nicht, dann holen wir uns das Biest noch. Da haben wir uns erspart. Ich möchte mal ein bisschen was sehen für Afrika. Ersparen, dass ich dort auch Waffen und so alles dafür habe, was ich brauche. Was mittelmännlich könnten wir da jetzt eigentlich auch noch ein komplett mit. Lassen wir aber. Ja, also wie gesagt, man sieht, es sind keine starken Trophäen dabei, die müsste man sich wirklich erst selber ranzüchten. Ziel werden wir das dann versuchen in Afrika irgendwie zu machen, weil da kennen wir dann unsere Gebiete, also wir werden das wirklich rund um die Lodges alles erforschen. So ist mein Plan. Zeige ich euch das vielleicht dann auch nochmal auf der nächsten Karte, wie der Plan ausschauen wird. Die DLC-Karte habe ich nämlich angespielt. Aber genau so wenig gespielt wie alles andere. Gut, Schwarzbär ist da gerade erschrocken. Und wir sollten hier vorne irgendwo dann bald eine Spur haben. Hoffentlich. Anschuss. Überlebt, klar, ja. Gut, damit war es das. Leider, tut mir leid. Ich wollte es unbedingt probieren jetzt. Auf einen Bären zu schießen. Leider hat es nicht geklappt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Macht's gut und ciao. Baba.